Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ja, wir sind zum Recycling übergegangen. Ist das nicht schön? So, ich werde jetzt noch unten im Süden am Fluss drauf warten, bis da die Körbe wieder fertig sind. Dann kann ich die mir wieder hier anbringen. Das wird nämlich ganz toll, wenn ich hier nämlich mit den Körben arbeite. Diesen Fischfangkörben. Den hier, die ich mir eigentlich auch bauen könnte, aber das ist mir zu teuer, wegen dem ganzen Eisen, das ich hier verbrauchen würde. Wenn ich die hier reinhänge und dann kommt halt mal Fisch raus oder manchmal Müll und wenn es Müll ist, kann ich es recyceln und im Recycelten, was auch immer daraus wird aus dem Recyceln, kann ich dann weiterarbeiten. Ich habe sogar ein paar Sachen zum Recyceln. Was ich gebrauchen könnte, ist eine neue Truhe. Warum eine neue Truhe? Weil ich hier meine Recycle-Sachen aufgestellt habe. Und was ist draus geworden? Quarz. Wer hätte das gedacht? Dann kann ich hier nämlich jetzt meinen Müll reinwerfen. Die CDs, die Zeitungen, Trash, was auch immer. Nein, du nicht. Kannst auch noch oben sortiert werden. Und ich krieg raffinierteren Kram raus. Da sieht man, was das doch alles schnell geht. Hätte vielleicht eine Anlage lassen sollen. Und dann mal so, da, zack. Lassen wir es doch so, dann kann ich nämlich hier schön durchmarschieren. Zack, zack. Zeitung rein, Zeitung rein. Da bin ich ruckzuck den Müll los. Und ich fische auch ganz gerne aus den Flüssen irgendwelchen Müll. Sowas wie die alten Zeitungen hier und so. Ich habe schon gedacht, das bringt alles nichts, aber hey. Das ist ja echt richtig nützlich. So. Wird schon wieder Abend. Sollte ich hier die raffinierten Sachen hinlegen. Fertig. Die Steine und Holz kommt wieder zurück in die Kiste. Steine und Holz. Sehr schön. Hopfen behalte ich. Hier mache ich noch ein paar Tomaten dazu. Die Melonen können auch rein. Ah, ich freue mich. Ich weiß nicht warum, dass ich finde das toll. Diesem Recycling. Kann ich hier ein bisschen rumsitzen, zuschauen, wie die Dinger recycelt werden. Ja, das geht echt schnell. So, jetzt haben wir dreimal Zeitungen, die recycelt werden. Ich überlege gerade, es ist. Wie geht's denn den Küken? Die schlummern. Und die haben nichts angefasst, weil sie haben draußen fressen können. Kann ich auch mal schauen, wie voll ist das Ding? Ja, genau 8 Stück, die ich rausgenommen habe. Aus Zeitungen baut man sich Fackeln. So, jetzt haben wir die Fackeln gebaut. Das wird Quarz und dann möchte ich. Ja, genau, Fackeln. Dann probiere ich mal den Trash aus, was aus dem Trash wird. Kann ich demnächst den Mülleimer der Leute noch mehr durchforsten. Brauche ich kein normales Farmerleben mehr zu führen, dann werde ich ja Müllrecycler. Ist ja auch ein schöner Job. Wollte ich hier. Könnten mir jetzt noch die ganzen Aquamarinen, kann ich mir mitholen. Ich weiß nicht, ob ich dem Günther schon so ein Aquamarin mitgegeben habe. Morgen ist ja noch ein kompletter Tag. Es ist ja erst abends, wenn das Fest losgeht. Also noch mehr Aquamarine, die kann ich danach verkaufen. Die Giode zum Zerhacken. Hops. Ja, die Sachen hier müsste ich eigentlich irgendwann mal wisst ihr was? Da ist so rum besser. Kann man mir mehr erzählen, was man will. Ich mache zwar weniger Schaden. Nee. Nochmal anders. Das ist besser. Ich mache zwar weniger Schaden als wie mit dem Ding, aber das Schwert ist an sich schneller. Ich weiß nicht, was dieses Gewicht 3 bedeutet. Kann es nicht sagen. Okay.
Anlagen laufen noch auf vollen Touren. Tuch. Hey, super. Ich habe Tuch. Recycle. Ich mache mir auch einen Quarz. Hier habe ich Kohle aus Trash. Trash macht wahrscheinlich alles. Ich habe wieder zwei Kohle. Ich werde noch gucken, was kann ich bauen. Bauen ist nämlich eine schöne Sache. Sherry Bomb Tepper habe ich diesen Lightning Rod. Okay, ich brauche einen Batteriepack und dann kann ich nämlich diese Blitze die Sachen aufladen lassen. Das ist schon mal was Tolles. Ja, hier fehlt mir einfach noch das Gold für. Hier kann man ganz viel Saat herstellen, Ringe. Ja, das Rezept habe ich mir auch gekauft und es hat sich noch nicht für mich gelohnt. Eigentlich schade. Aber ich muss dann halt eben die Blumen entsprechend viel züchten und dann halt Holz noch hacken und so weiter. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Aber nächstes Jahr nehme ich es mir vor. Das Rezept haben wir uns schließlich extra eingekauft. Da können wir ganz viele Blumenarrangements verkaufen. So, mit dem Honig. Boah, bin ich auch nicht so sicher, ob sich das lohnt. Ich meine, wir verbrauchen ein Eisen, eine 8 Kohle. 8 Kohle habe ich nicht mehr. Das Ding könnten wir bauen. Ein Eisenbahn liegt irgendwo rum und die Fledermausflügel habe ich auch. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Nur damit ich es hab. So, Fledermausflügel. Eisenbarren. Sehr schön. Werke. Do it yourself haben wir freigeschaltet. Alles klar. Ich mach mal die Energiezufuhr. Wo mache ich die denn hin? Kann ich bestimmt wieder abbauen, wenn ich es irgendwo hingestellt habe. Hacke. Perfekt. Geht. Also kann man es hier hinstellen. Eisenerz. Aus Trash Eisenerz gemacht. Genial. Aus dem Trash kann man einfach alles machen. Dafür brauche ich aber dann auch wesentlich mehr von den Körben. Muss man dazu sagen. Wir brauchen die Körbe, da müssen wir ganz viele Unwasser-Leerfischen. Und dafür brauchen wir Holz. Eisenbahn haben wir da. Ja, komm, wir machen uns noch zwei Körbe extra. Sind zwar meine Eisenbahnen weg, aber irgendwas ist ja immer. Falsche Seite, hier hin. So, und die Körbe kommen jetzt hier hoch. Da kann ich sie nämlich gleich hier ins Wasser hängen. Ach, verdammt. So, kann ich auch noch gleich Köder reinwerfen. Wenn sie halt Müll fischen, kann ich mich hier bedienen. Das noch rein. Super. Finde ich gut. Ha. Gefällt mir. Die Kiste hätte ich mir jetzt auch sparen können, aber es ist jetzt egal. Da kommen jetzt die Baits rein. Und mit der Angel kann ich auch noch Müll rausholen. Also das heißt, morgen oder so. 1 Uhr. Ich muss sofort in die Falle. Ja, Leo schläft schon. Ah, diese Nachtruhe. Und wieder 1000 verdient, das ist okay. Sind keine großen Summen dabei bis jetzt, aber es ist immer noch stetiger Wachstum zu sehen. Wie fängt denn der Herbst an? Sonnig. Naja, war zu erwarten. Und unsere Zukunft sieht neutral aus. Alles liegt in unseren Händen. Wir haben wieder alles zu tun. Die Königin der Soßen hat wieder ein neues Rezept für uns.
Und sie wird uns wieder ein Rezept verraten, bei dem uns das Wasser im Munde zusammenläuft. Rot. Rot machen kann eine sehr komplexe Form der Kunst sein. Aber ich will sie simpel für euch gestalten. Die am meisten oder am wichtigsten ist die Ingredienz Mehl. Natürlich. Aber bevor wir das was kreiert, keine Ahnung, Daut kreieren, müssen wir das Zeug aktivieren, wahrscheinlich mit Hefe. Bereitet warmes Wasser vor und etwas, um es zu füttern. Ein bisschen irgendwas, um es zu füttern. Und ich nehme Plantagenzucker und Honig und Maple und Maple-Sirup will es auch noch machen. Und so weiter und so weiter. Man kann es alles ein bisschen ansüßen. Hat man süßes Brot. Hey, ihr seid ja schon richtig dick geworden, ihr Kleinen. Hallo. Ja. Ja. Gork liegt's gut. Gacker liegt's gut. Geht's gut. Henne geht's gut. Oh, die haben sogar Eier gemacht. Wisst ihr, was mir da einfällt, wenn ich schon Eier sehe? Wir könnten eigentlich, na? Denke und dann rede. Wir könnten eigentlich auch noch diese Mayonnaise-Maschine bauen, oder? Kupfer, Stein, Holz, Erdkristall und ja. Oh nee, das Zeug wird nicht fertig, warum auch immer. Ach nee, das ist ja egal, das war ja. Ha. Ist nicht so schlimm, das war ja Korn. Korn ist nicht so schlimm, wenn es nicht fertig wird. Das kann in der nächsten Saison weiter wachsen. Ja, und da waren wir schon wieder voll mit Ware. Lieber Winter, heute Nacht um 10 Uhr. Beginnt ein seltene Schönheit, ein schönes Event, und der Moonlight Jellies wird am Pelican Town vorbeiziehen von seiner langen Reise aus dem Süden für den Winter. Wir gehen alle zum Strand, um uns das anzusehen. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn du nicht wenn du mitmachen würdest. Ich sehe dich heute Nacht, Demetrius. Ja, danke, Demetrius. Sonst sagt mir immer der Captain. Nein, der Bürgermeister Bescheid, Captain. Eieiei, es geht zu Ende. Ich. Oh, die Ancient Food. Ist das? Das, was ich glaube? Das ist die eine Frucht, die wir aus dem Dings gehabt haben. Aus dem Samenkern, den wir da gepflanzt haben. Kann das sein? Boah, cool. So, kann verkauft werden. Das wird nicht verkauft. Ich brauche irgendwas für die Mayonnaise-Maschine. Kupfer war das. Kupfer, sehr schön. Stein, Holz habe ich schon. Das brauche ich noch. Mayonnaise. Da ist sie. Mayonnaise-Maschine. Erdkristall. Ich hab doch hier irgendwo. Okay. Doch. Ja. Ich hatte hier irgendwo doch noch Erdkristall. Da sind sie. Mal das Ei mal weglegen. Und schließlich tue ich das für die Eier. So. Los geht's. Mayonnaise-Maschine 1, Mayonnaise-Maschine 2 kann ich da nicht hinstellen. Toll. Ja, jetzt könnte ich noch zwei bauen. Naja, eins zumindest. Was fehlt mir wieder? Erdkristall. Ich hab doch noch Erdkristall.
Ja, toll. Muss ich erstmal das Zeug wegsäbeln. Erdkristall. So, das kann. Arg. So, erstmal die Sense. Dahin. Okay. Erdkristall dazu. So. Ich bin heute kein Baumeister. Das ist irgendwie verhext. Damit haben wir Heu hergestellt. Jetzt können wir noch diese. Kann da einfach nicht hingebaut werden. Doch, geht. Ha. Wollte mich das Maschinchen reinlegen. So. Gehen wir noch schnell die Eier holen. Nein. Ja. Muss noch ein Ei sein, genau. Und das machen wir in die letzte Maschine. Da. Nee, das kommt woanders hin. Das kann wieder zurück, das kann zurück. Das kann rein. So. Oh, Tuch hätte ich auch noch. Das behalte ich aber, das Tuch. Das ist nämlich für die Junimons. So, und jetzt gehen wir ernten. Wir sind den ganzen Tag auf dem Feld unterwegs. Das funktioniert auch so, wie ich es mir gedacht habe mit dem Mais. Nicht, dass ich jetzt wirklich ordentlich Geld in den Sand gesetzt habe. Also hier werde ich eine riesige Plantage mit Mais bauen können. So, allein jetzt mal finanziell betrachtet. Hier noch irgendwas zum Pflücken. Nö. Holen wir uns noch die Fische ab. ja, nachher. Wir haben schon wieder keinen Platz. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, das Gute wird verkauft, das Normale wird erstmal behalten. Damit kann ich bestimmt irgendwas noch machen. So, jetzt können wir noch in die Kiste hier. Genau, hier haben wir nämlich die Köder drin. Und die müssen natürlich in die Falle. Ist ja genial. Auf die Weise kriege ich auf jeden Fall den Teich sauber. So, jetzt müsste ich erstmal mein Zeug gießen, sonst stehe ich nämlich morgen ohne Erfolg da. Oh, das läuft. Da ist noch was geerntetes, also zu ernten? Nee. Doch nicht. Sieht aber so aus, als wäre das erntebereit. So, da noch, da noch. Ah, das machen wir anders. So. Viel schneller voran. Bin ja auch mal gespannt, wie der Herbst wird. Das war bis jetzt echt spannend und echt lustig. Aber der Herbst soll ja das Hauptgeschäft werden.
Bin ja auch mal gespannt, ob das mit dem Mais funktioniert. Ob ich das richtig gemacht habe und richtig verstanden habe, dass man mit dem Mais ordentlich über 2 Saisons hinweg Geld verdienen kann. Weil die brauchen ja, glaube ich, irgendwie 3 Tage und dann sind wieder neue. Ja, toll. Kein Wasser mehr. 3 neue Maiskolben da. Sind neue Maiskolben da nach 3 Tagen. Ungefähr. Ob sich das dann auch lohnt, ist. Glaub schon. Hoffe es zumindest. Vor allem bald haben wir alles für die Juni-Mods gemacht. Das wäre auch noch echt spannend, wenn das so richtig funktioniert hat. Was ich auch nicht machen will, ist alles verkaufen, weil wir hätten zwar dann richtig viel Geld und so, und das wäre schön, aber ich habe dann ja nichts für den Winter, weil im Winter möchte ich halt eben die Marmeladen quetschen, die ja immer noch mal eine Steigerung des Ertrages sind. Also sprich, kostet mich zwar mehrere Zeit, aber wenn ich jetzt eine Melone reinschmeiße, die bringt mir halt 200 Groschen. Schmeiße ich aber statt der Melone nach Melonenmarmelade rein, bekomme ich 500 Groschen. Und das ist ja dann doch schon ein Unterschied. Dann habe ich wieder halt einen Mehrgewinn. Muss halt eben nur 3 Tage die Patsche durch die Gegend walken lassen. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Vor allem brauchen wir bald Geld. Also für den Winter brauchen wir Geld, um was für die Tierchen zu tun. Ach, ich. Hornvieh, jetzt habe ich's. Oh. Ich wollte doch die Körbe hier hochholen, damit ich noch mehr Junk und Müll und sowas rausholen kann. So, den richtigen Trash. Kann ich das Ding jetzt doch noch abbauen? Nee, super. Na gut, machen wir es im Frühling. Im Herbst. Es ist jetzt schon 4 Uhr abends. Eieiei. Schauen wir mal, ob die Marmelade schon fertig ist. Ich glaube, mit den Abfallmaschinen habe ich es ein bisschen übertrieben. 3 sind definitiv zu viel. Und bei meinen Marmeladen, wenn ich hier in der Nähe bin, bräuchte ich nur 2. Aber so gehe ich auf Nummer sicher. Eine behalte ich für die Unimons. So, ab in die Kiste. Die Schnecken können auch weg. Hier das Tier auch. Kann ich den Mais auch hier bearbeiten und marmeladieren und so? Okay, wir haben noch Zeit. Ich gehe jetzt nochmal zu den Unimons, einfach nur weil ich es kann. Melone, Mais, Hopfen brauche ich eigentlich auch nicht. Stein weg, den könnte ich nochmal zertrümmern lassen. Genauso wie die gefrorene. Aquamarin nehme ich einen mit. Nehme ich einen mit. Ich weiß nämlich gerade nicht. Doch, den müsste ich eigentlich schon im Dings. Egal. Nur falls ich es noch nicht gezeigt habe, nehme ich jetzt mal mit. Dum-budum-budum. Was können wir hier noch gebrauchen? Nix. Ja, Mayonnaise holen wir mit. Pickles, vielleicht kann das auch noch was helfen. So, und dann geht die große Verkaufsrunde los. Da mache ich nämlich die Sachen auch noch bei der Abenteurergilde weg. Die Schussdinger behalte ich mal noch. Könnte ja interessant sein. Okay. Gut, auf geht's. Geodenkloppen ist schon zu spät. Schon wieder. Habe ich ja nochmal toll hingekriegt. Hallo, Harvey.
Im Winter wird alles anders. Da werde ich die Leute ganz viel beschenken. Weil ich's kann. So, Mayonnaise. Nein, hier nicht. Honig. Honig habe ich noch nicht fertig. Jelly habe ich abgegeben. Echt? Eier, große Eier hätten sie gern, aber keine Mayonnaise. Wirklich? Das ist, oh, ich bin enttäuscht. Ja, dann zeig mal her, hast du hier irgendwas mit Mayonnaise? Marin, perfekt. Das ist nicht so perfekt. Das ist jetzt auch nicht so perfekt. Leider habe ich keine Äpfel. Nee, da kann ich das Tuch noch mal loswerden. Habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, ob ich das Tuch, das ich mitgeholt habe, hinten bei den Dunimons loswerden kann. Geht das? Ja. Tuch, nein. Tuch, nein. Tuch, ja. Perfekt. Wieder etwas. Aha, Dankeschön. Da Marmelade, Honig kann ich hier noch loswerden. Die anderen Sachen kann ich noch nicht produzieren. Weder Ziegenkäse noch normalen Käse. Noch dieses Trüffelöl. Ah, vielleicht kann ich da unten noch irgendwas Marmeladiges, Mayonnaise-mäßiges loswerden. Glaube ich auch nicht dran. Hartholz. Ich habe immer noch kein Hartholz. Ich habe auch immer noch nicht die schöne neue Axt. Das ist das nächste Problem, was ich habe. Abenteurergilde. Da wollen wir noch die nicht mehr zeitgemäße Ausrüstung abgeben. Hallo Familie von Robin. Robin, komm mal mitholen. Oh, da ist eine Brücke kaputt. Das ist ja schade. Apropos Brücke, die Brücke am Strand habe ich zum Beispiel immer noch nicht gemacht. Hier, du kriegst mal die alten Socken. Und den ollen Knüppel hier. Ja, der ist viel wertvoller. Behalten wir natürlich. Sonst haben wir keine Bewaffnung mehr. Das ist auch nicht schön. Der hat auch nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißen würde. Knockback, Präzision, Critical Strike, das ist vielleicht noch interessant. Nö, Dankeschön. Ach halt, wie weit bin ich eigentlich? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich gucken. Fledermäuse, hier habe ich noch zwei Sachen gar nicht gefunden. Iggy's, die habe ich auch schon lange nicht mehr getötet. Sind weiter oben. Ja, es ist eigentlich schon fast wieder Zeit, zum Winterfest zu gehen. Sommerfest zu gehen. Im großen Vorbeiziehen von irgendwas. Weiß ich nicht mehr, ich hab's vergessen. Ich habe die Angel, glaube ich, auch nicht dabei. Nee, sonst hätte ich jetzt hier noch mal versucht, irgendwas aus dem Wasser zu ziehen. Tja.
Erst in einer Stunde darf ich wahrscheinlich wieder auf den Strand. Ja, genau. In einer Stunde erst. Was mache ich denn die Zeit hier? Ohne Angel. Ah, ich könnte mal noch ein bisschen Wildwuchs suchen. Nein. Ein bisschen Müll vielleicht. Finden wir auch nichts. Schade. Wenn wir jetzt ein bisschen Müll finden, könnten wir wieder recyceln. Oh, das Fest hat begonnen. Juhu, wir haben genau 2 Stunden, um dahin zu laufen. Aber jetzt werden wir erstmal Mülltonnen plündern. Wir haben ja schon mal miterlebt, dass man uns anmeckert, wenn wir öffentlich den Müll plündern. Das finden die nicht so gut. Naja, haben wir auch nichts weggeworfen. Dunkel ist es. Und Glühwürmchen. Na, gar nichts, tut sich nichts. Naja, wie das Fest weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.